Anne a chorar na entrevista. Fala, dá um beijo. Fala. Não vou conseguir. Você tá feliz? Susanne von Richthofen wurde am 3. November 1983 in Sao Paulo, Brasilien, geboren. Susanne stammte aus einer angesehenen Familie. Ihr Vater Manfred war ein erfolgreicher Ingenieur und ihre Mutter Marisia eine bekannte Psychiaterin. Nach ihrer Hochzeit lebte das Paar eine Weile in Deutschland, da Manfred deutsche Wurzeln hatte. Beide bauten in Brasilien sehr erfolgreiche Karrieren auf. Kurz nach ihrer Heirat bekamen sie zwei Kinder. Zuerst ihre Tochter Susanne und 4 Jahre später ihren Sohn Andreas. Sie wuchs in einem wohlhabenden und intellektuellen Umfeld auf, besuchte exzellente Schulen und war eine brillante Schülerin. Die Familie bewohnte eine prächtige Villa im Wert von etwa 600.000 Dollar und tätigte diverse Investitionen. Während ihrer Schulzeit beteiligte sich Susanne an zahlreichen sozialen Aktivitäten, knüpfte viele Freundschaften und interessierte sich für Kunst und Sport. Der familiäre Reichtum prägte sie stark und ermöglichte ihr den Zugang zu Privilegien, von denen die meisten Kinder nur träumen konnten. Zusammen mit ihrem Bruder Andreas erhielt sie die beste Ausbildung, die man sich wünschen konnte, und besuchte eine deutsche Schule in Brasilien. Susanne sprach Deutsch, Portugiesisch, Spanisch und Englisch, erzielte stets gute Noten und machte ihre Familie stolz. Trotzdem galt Susanne als schüchternes Mädchen, das sie von ihren ebenfalls zurückhaltenden Eltern geerbt hatte. An einem Sonntag im August 1999 beschloss die Familie, einen Ausflug in einen nahegelegenen Park zu machen. Andreas, Susannes Bruder, war wie seine Schwester ein zurückhaltendes und stilles Kind, hatte wenige Freunde und verbrachte die meiste Zeit am Computer. Sein Lieblingshobby war Modellflugzeuge. Im Park trafen sie auf den 18-jährigen Daniel Cravinhos, einen Modellflugzeuglehrer. Dieser Moment markierte einen Wendepunkt für die Familie Richthofen. Daniel, Jahrgang 1981, lebte mit seiner Familie in Sao Paulo und wuchs im Gegensatz zu Susanne in bescheidenen Verhältnissen auf. Finanzielle Schwierigkeiten begleiteten ihn und er konnte sich nicht annähernd die Möglichkeiten vorstellen, die Susanne hatte. Trotzdem war seine Leidenschaft für Modellflugzeuge ungebrochen. Er nahm an Wettbewerben teil, wurde brasilianischer Meister und erreichte sogar den 5. Platz bei einem internationalen Wettbewerb. Trotz dieser Erfolge, die ihn zu einem der Besten der Welt machten, konnte er davon nicht leben und arbeitete daher als Modellflugzeuglehrer. Bei ihrem ersten Treffen im Park faszinierte Daniel sofort Susanne und überlegte, wie er sie beeindrucken könnte. Susanne zeigte aber anfangs kein Interesse an Daniel und wandte sich einem anderen Lehrer zu. Während der 5-monatigen Ausbildung ist sie diesem Lehrer gefolgt, hat ihm schließlich ihre Gefühle gestanden und er hat sie abgewiesen. Diese Ablehnung eröffnete Daniel eine neue Chance. Er bemühte sich kontinuierlich um Susanne und weckte schließlich ihr Interesse. So wurden sie ein Paar. Zu Beginn ihrer Beziehung war Susanne 16 und Daniel 18 Jahre alt. Ihre Eltern wussten, dass Daniel ein guter Junge war und haben sich der Beziehung nicht widersetzt. Doch im Jahr 2001 haben sich die Dinge geändert. Daniel übte einen schlechten Einfluss auf Susanne aus, verbrachte viel Zeit in ihrem Haus und gab unnötig Geld aus. Außerdem war Susanne im letzten Schuljahr und sollte sich auf ihre Prüfungen konzentrieren und ihren Lernplan einhalten. Bei Daniel zu Hause war genau das Gegenteil der Fall. Er wohnte mit seinem 25-jährigen Bruder zusammen und sie machten, was sie wollten. Sie haben laute Partys veranstaltet und sich respektlos gegenüber den Nachbarn verhalten. Die Beschwerden der Nachbarn haben die Eltern nicht interessiert. Dieses Chaos faszinierte Susanne, da sie strenge Regeln gewohnt war. Sie genoss die Regelverstöße bei Daniel zu Hause. Daniels Bruder Christian
war auch als Drogenabhängiger bekannt und besuchte bereits mehrmals eine Entzugsklinik. Er zog nicht nur sich selbst in den Sumpf, sondern führte auch dazu, dass Daniel und Susanne regelmäßig Ecstasy und Kokain konsumierten. Das letzte Opfer dieser Abhängigkeit war Susannes Bruder Andreas. Mit nur 13 Jahren begann er, Drogen zu nehmen. Andreas bewunderte Daniel und sah in ihm ein Vorbild. Deshalb lehnte er dessen Angebote nicht ab. Susanne und Andreas' Eltern waren sich all dessen nicht bewusst und merkten nicht, dass ihre Kinder ihnen entglitten. Susanne hatte bereits ihr Abitur gemacht und träumte von einem Studium der Rechtswissenschaften. Sie wurde an der Katholischen Universität São Paulo angenommen. Daniel, obwohl kein Student, begleitete sie ständig, nahm an Vorlesungen teil und begleitete sie auf Exkursionen. Daniel arbeitete nicht mehr als Modellflugzeuglehrer, da er diesen Job nur wegen des Geldes gemacht hatte. Susanne gab all ihr Taschengeld für Daniel aus und bat ihre Eltern ständig um mehr Geld. Doch bald bemerkten Manfred und Marisia, dass Susannes Noten schlechter wurden und erfuhren von ihren Ausgaben. Der Drogenkonsum von Susanne und Andreas verschärfte die wachsenden Sorgen der Eltern und sie beschlossen, mit ihrer Tochter zu sprechen. Manfred und Marisia erklärten Susanne, dass sie Daniel nicht mehr sehen dürfe. Susanne stimmte dem ohne Widerstand zu. Die ersten Monate verliefen reibungslos. Susanne lebte nicht mehr auf dem Unicampus, sondern pendelte von zu Hause aus. Gelegentlich behauptete sie, bei einer Freundin zu übernachten, war aber tatsächlich entweder bei Daniel oder nutzte ihr Taschengeld für Motels. Diese Lügen endeten im April 2002. Marisia rief die Freundin ihrer Tochter an und erfuhr, dass Susanne nie bei ihr übernachtet hatte, sondern bei Daniel war. Sie konfrontierten Susanne erneut und erklärten ihr, dass sie Daniel nicht mehr sehen dürfe. Diesmal waren sie entschlossen. Aber das brachte Susanne nur weiter von ihnen weg. Sie wurde immer rebellischer, kälter und unkontrollierbar. Es kam ständig zu Streitereien mit ihren Eltern und sie wollte nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Schließlich begann sie, ihren eigenen Plan zu schmieden. Sie beschloss, ihre Eltern gegeneinander auszuspielen. Zuerst wollte sie zu Hause Spannungen erzeugen und Probleme verursachen, damit sie sich auf ihre eigenen Konflikte konzentrierten und andere Dinge vergaßen. Eines Tages erzählte Susanne ihrer Mutter, dass ihr Vater sie mit einer anderen Frau betrüge. Die Beziehung zwischen Manfred und Marisia war sowieso schon angespannt. Anfangs glaubte Marisia ihrer Tochter, aber später erkannte sie, dass Susanne gelogen hatte, was ihr Vertrauen in ihre Tochter erneut erschütterte. Im Juli 2002 beschloss die Familie von Richthofen, eine Europareise zu machen. Susanne weigerte sich jedoch, an dieser Reise teilzunehmen. Sie wollte die Abwesenheit ihrer Eltern nutzen, um Daniel ins Haus zu holen, Partys zu veranstalten und ungestört Drogen zu konsumieren. Als die Eltern nach einem Monat zurückkamen und feststellten, was passiert war, waren sie sehr wütend und machten Susanne klar, dass dies ihr Zuhause sei und sie sich an die Regeln halten müsse. Wenn sie so leben wolle, sollte sie in ihre eigene Wohnung ziehen. Susanne forderte dann, dass ihre Eltern ihr ein Haus kaufen sollten. Aber ihre Eltern lehnten ab und sagten, dass sie hart arbeiten und ihr eigenes Geld verdienen solle, um ein Haus zu kaufen oder zu mieten. Im Familiensitz kam es fast täglich zu Streitigkeiten. Trotz des Verbots brachte Susanne immer wieder Daniel ins Haus und die Spannungen eskalierten. Daniel spielte nicht die Rolle des Vermittlers, sondern hetzte Susanne bei jeder Gelegenheit auf. Gemeinsam schmiedeten sie einen schrecklichen Plan. Im Oktober 2002 beschlossen Susanne und Daniel, ihre Eltern zu töten. Doch sie wussten, dass sie das nicht alleine schaffen würden. Daniels Bruder Christian hatte Schulden bei örtlichen Drogenhändlern und sie boten ihm an, der Auftragsmörder zu sein. Sie versprachen ihm viel Geld, wenn er ihnen helfen würde. Am 31. Oktober 2002 trafen sich Susanne, Daniel und Christian. Zuerst mussten sie jemanden aus dem Haus bringen, Andreas. Sie wollten ihm nichts antun und planten nicht, ihm von ihrem Vorhaben zu erzählen. Also mussten sie ihn irgendwie aus dem Haus bringen,
Spät in der Nacht halfen sie Andreas aus dem Fenster seines Schlafzimmers zu klettern und brachten ihn in ein Café, das die ganze Nacht geöffnet hatte. Nachdem sie Andreas dort alleine gelassen hatten, kehrten sie gegen 23 Uhr nach Hause zurück. Susanne hatte das Alarmsystem des Hauses schon Tage zuvor deaktiviert. Zuerst ging Susanne ins Haus und nach oben, um zu überprüfen, ob ihre Eltern schliefen. Wie erwartet schliefen beide. Dann ging sie zurück nach unten und informierte Daniel und Christian, dass ihre Eltern schliefen. Nun konnten sie ihren schrecklichen Plan in die Tat umsetzen. Um keine Fingerabdrücke oder DNA-Spuren am Tatort zu hinterlassen, zogen Daniel und Christian medizinische Handschuhe an und bewaffneten sich mit Eisenstangen, bevor sie nach oben gingen. Das schutzlose Paar im Schlafzimmer überraschten sie im Schlaf und begannen sofort auf sie einzuschlagen, um jegliche Gegenwehr zu unterbinden. Manfred erlitt durch den ersten Schlag schwere stumpfe Verletzungen und verlor das Bewusstsein. Im Gegensatz zu Manfred erwachte Marisia und versuchte, sich gegen die Angreifer zu wehren, wobei sie mehrere Abwehrverletzungen erlitt. Daniel und Christian griffen sie gemeinsam an, bis auch sie bewusstlos wurde und regungslos neben ihrem Mann lag. Doch es gab ein Problem. Marisia war noch nicht tot und stieß merkwürdige Geräusche aus ihrem Hals aus. Daniel rannte ins Badezimmer, machte zwei Handtücher nass und kehrte ins Schlafzimmer zurück, um Marisia damit zu ersticken. Während all dem stand Susanne in einer Ecke des Schlafzimmers und beobachtete den Mord an ihren Eltern. Sie zeigte keinerlei Anzeichen von Panik oder Reue. Der nächste Teil ihres schrecklichen Plans war es, den Mord wie einen missglückten Raubüberfall aussehen zu lassen. Susanne, die den Standort der Wertgegenstände kannte, entwendete den Familienschmuck und das Bargeld, bevor sie das Haus verließen. Ein Teil des Geldes wurde an Christian als Entlohnung für seine Rolle beim Mord gezahlt und er wurde an einem abgelegenen Ort abgesetzt. Susanne und Daniel bezogen Quartier in einem luxuriösen Motel in der Stadt, um sich ein Alibi zu verschaffen. Sie verhielten sich, als wäre nichts passiert, genossen den Pool und verließen später das Motel, um Andreas im Café abzuholen. Anschließend kehrten die drei zum Tatort zurück. Susanne und Daniel sollten die Leichen nicht entdecken, das sollte Andreas übernehmen. Nichts ahnend betrat Andreas das Haus und wurde mit einem schrecklichen Anblick konfrontiert. Seine Eltern waren tot. Kurz darauf traf die Polizei ein. Alle drei Jugendlichen waren traumatisiert und die Polizei begann mit ihren Ermittlungen. Das deaktivierte Sicherheitssystem deutete darauf hin, dass der Täter den Code kannte, was darauf schließen ließ, dass der Täter oder die Täter der Familie nahestehen mussten. Die Ermittler vermuteten, dass der Tatort als Raubüberfall inszeniert worden war, da viele wertvolle Gegenstände im Haus geblieben waren. Am Tag nach dem Mord wurde die Tochter der Familie, Susanne, genau beobachtet. Susanne verhielt sich jedoch völlig unbeeindruckt und wurde beim Spielen im Pool des Hauses gesehen. Besonders verdächtig war, dass sie sofort nach dem Erbe fragte und wissen wollte, wann das Haus verkauft werden könnte. Der Kreis um Susanne zog sich immer enger. Wenn sie schuldig war, hätte sie einen Fehler gemacht. Aber dieser Fehler kam nicht von Susanne. Einige Tage nach dem Mord kaufte Christian von dem Geld, das er erhalten hatte, ein Motorrad, was die Polizei sehr verdächtig fand. Christian wurde zum Verhör ins Polizeipräsidium gebracht und gefragt, woher er das Geld hatte. Unter dem Druck brach Christian zusammen und gestand alles. Kurz darauf wurden Christian Cravinius, Daniel Cravinius und Susanne von Richthofen festgenommen. Alle wurden des Mordes an Manfred und Marisia beschuldigt. In derselben Woche wurde Susanne von Richthofen unerwartet freigelassen, was in den Medien einen großen Skandal auslöste. Die Öffentlichkeit hielt Susanne für unschuldig und argumentierte, dass sie von Daniel, der eine kriminelle Vergangenheit hatte, verführt worden sei. Der Gerichtsprozess dauerte mehr als 4 Jahre, währenddessen Susanne keinen Zugang zum Erbe hatte. Als der Prozess begann, versuchte Susanne, sich als Opfer darzustellen und betonte immer wieder ihre Reue. Ele sempre mandava usar muita droga e eu cada vez era mais e mais droga e ele me dava mais droga. E isso foi
foi acabando comigo, foi. Während eines Interviews im Haus ihrer Familie blieb ihr Mikrofon versehentlich angeschaltet und ihr Anwalt sagte ihr, sie solle vor der Kamera weinen. Ele orienta Suzane a chorar na entrevista. Fala, não vejo. Fala. Não vou conseguir. Você tá feliz? Então você tá feliz. Tá feliz? Acabou. Pode. Viele hatten an ihre Geschichte geglaubt und sie als unschuldiges, manipuliertes Mädchen gesehen. Doch nach dieser Enthüllung änderte sich die Meinung. Die Jury fällte ein vernünftiges Urteil und befand alle drei des Mordes für gleichermaßen schuldig. Susanne und Daniel wurden zu 40 Jahren, Christian zu 38 Jahren Haft verurteilt. Doch die Geschichte endete hier nicht. Hinter Gittern machte Susanne weiterhin Schlagzeilen und kündigte an, gegen ihr Urteil vorzugehen und alles zu tun, um ihre Strafe zu verkürzen. Im Jahr 2014, im Alter von 30 Jahren, begann Susanne eine Beziehung mit einer Mitgefangenen, Sandra Bleed, die wegen Mordes an ihrer Nachbarin verurteilt worden war. Während ihrer Haftzeit durfte Susanne mehrmals das Gefängnis verlassen und wurde dabei immer wieder auf Partys gesehen. Die Öffentlichkeit war zu Recht empört, da sie eine Hauptrolle beim Mord an ihren Eltern gespielt hatte und eigentlich lebenslang im Gefängnis bleiben sollte. Ein weiterer Täter, Christian, wurde 2017 aus dem Gefängnis entlassen, gründete eine Familie und bekam ein Kind. Ein Jahr später wurde auch sein Bruder Daniel auf Bewährung freigelassen und gründete ebenfalls eine Familie. Schließlich wurde Susanne von Richthofen am 11. Januar 2023 aus dem Gefängnis entlassen. Sie blieb nicht im Hintergrund und provozierte erneut die Öffentlichkeit. Einige Monate nach ihrer Freilassung eröffnete sie ein Instagram-Konto, gewann tausende Follower und begann, selbstgemachte Kleidung zu verkaufen. Bevor wir zum zweiten Spannungsteil des Videos übergehen, bitte ich euch, dieses Video zu liken und eure Gedanken darüber in den Kommentaren zu teilen. Ein einfacher Klick auf Gefällt mir ist für uns von entscheidender Bedeutung. Danke. Estibaliz Carranza wurde am 6. September 1978 in Mexiko-Stadt geboren. Zusammen mit ihrem Bruder und ihren Eltern hatte sie eine glückliche Kindheit. Doch dieses Glück währte nicht lange für die Familie Carranza. Estis Vater Armando, ein Journalist, kritisierte die mexikanische Regierung bei jeder Gelegenheit. Diese mutigen Schritte machten die Familie zur Zielscheibe. Eines Nachts führten Regierungssoldaten eine plötzliche Razzia im Haus der Familie Carranza durch, was dieses Ereignis zum Beginn einer großen Veränderung im Leben der Familie machte. Unter dem ständigen Druck der Regierung musste die Familie Mexiko verlassen, um ihre Sicherheit zu gewährleisten, und zog nach Barcelona, Spanien, um ein neues Leben zu beginnen. Aufgrund der hohen Lebenshaltungskosten in Spanien geriet Estis Vater unter großen Druck, die Familie zu versorgen, was zu Spannungen innerhalb der Familie führte. Esti hatte auch Schwierigkeiten in der Schule. Es fiel ihr schwer, Freunde zu finden und sich zu sozialisieren. Dies lag an dem Umzug in ein fremdes Land. Die fortwährende, kontrollierende und desinteressierte Haltung ihres Vaters setzte Esti ständig unter Druck, was die Situation weiter verschärfte. Im Laufe der Zeit verschlechterte sich die Vater-Tochter-Beziehung so sehr, dass Esti bereits in jungen Jahren aggressive Verhaltensweisen zeigte. Schließlich verließ Esti das Elternhaus, um in Barcelona Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Dort hatte sie ihre erste ernsthafte Beziehung, die das gesamte Studium überbestand. Esti träumte davon, Kinder zu haben, doch ihr Freund war nicht bereit, Teil dieser Träume zu sein und erklärte ihr, dass er nicht bereit für eine ernsthafte Beziehung sei. Wenig später trennten sie sich. Esti beschloss, Spanien zu verlassen und nach Deutschland zu ziehen, wo sie in München nach Arbeit suchte. Dort arbeitete sie in einer Eisdiele und führte ein ruhiges Leben. Hier lernte sie Holger kennen, einen Mann, der durch die Arbeit in ihr Leben trat. Auch Holger fand Gefallen an Esti und sie verliebten sich schnell ineinander. Obwohl Holger 15 Jahre älter war, stellte dies für sie kein Problem dar und er machte Esti einen Heiratsantrag. Doch aufgrund seiner Überzeugungen war Holger gegen Sex vor der Ehe.
Nach der Heirat jedoch zögerte Holger ständig, Kinder zu bekommen und übte Druck auf Esti aus. Diese Situation störte Esti und 2005 beschlossen sie, gemeinsam nach Wien zu ziehen. Hier erfüllte Esti sich ihren Traum und eröffnete ihren eigenen Eissalon. Im Jahr 2007 lernte Esti einen neuen Mann namens Manfred kennen, während sie noch mit Holger verheiratet war. Manfred, ein Verkäufer von Eismaschinen, war wie Holger älter als Esti. Schon bald verliebte sich Esti in Manfred und begann eine Affäre, ohne dass es Holger wusste. Manfred, der die Geheimnisse satt hatte, forderte Esti auf, sich von Holger scheiden zu lassen. Esti stimmte zu und sprach mit Holger. Überraschenderweise akzeptierte Holger den Scheidungsantrag ohne Widerstand, weigerte sich jedoch zunächst, die Wohnung zu verlassen. Während der Scheidungsphase arbeitete Esti im Eissalon, während Holger seine Zeit zu Hause verbrachte und meistens Videospiele spielte. Am 27. April 2008, als Esti von der Arbeit nach Hause kam, begann sie mit Holger zu streiten. Holger machte Bemerkungen, die darauf hindeuteten, dass er ohne sie nichts wäre. Der Streit beruhigte sich schließlich und Holger ging in sein Zimmer, um am Computer zu spielen. In diesem Moment bemerkte Esti etwas Seltsames. Eine von Holgers Waffen lag auf dem Tisch. Ohne zu zögern, griff sie nach der Waffe und schoss ihm zweimal in den Rücken. Die Kugeln töteten Holger sofort und Esti setzte ihr Leben fort, als wäre nichts geschehen. Am nächsten Tag sprach sie mit den Nachbarn und stellte fest, dass niemand etwas mitbekommen hatte. Nun musste sie die Leiche loswerden. Sie goss eine Flasche Alkohol über Holgers Leiche und zündete sie an, doch anstatt des geplanten Feuers füllte sich das Gebäude mit Rauch. Besorgte Nachbarn alarmierten die Feuerwehr. Esti öffnete ruhig die Tür und erklärte, es gebe keinen Grund zur Panik, nur ihr Essen sei angebrannt, und schickte die Einsatzkräfte weg. Nachdem ihr Feuerplan gescheitert war, griff Esti auf Plan B zurück, zerstückelte die Leiche und verstaute die Teile im Gefrierschrank. Um sicherzugehen, dass die Leiche nicht entdeckt wird, beschloss sie, die Überreste in den Gefrierfächern des Eissalons zu verstecken. In den 2 Jahren nach dem Mord setzte Esti ihre Arbeit im Eissalon fort und führte ihr Leben so, als wäre nichts passiert. Allerdings begann ihre Beziehung zu Manfred aufgrund einiger Probleme zu bröckeln. Esti vermutete, dass Manfred sie betrog. Als sie sein Telefon durchsuchte, bestätigten sich ihre Verdächtigungen. Sie fand Nacktfotos anderer Frauen und entdeckte seine Unterhaltungen auf Datingseiten. Am Abend des 21. November 2010 kam es zu einem Streit zwischen Esti und Manfred. Nachdem sich Manfred, ähnlich wie Holger, in sein Zimmer zurückgezogen hatte, holte Esti eine vorbereitete Waffe heraus und erschoss Manfred im Schlaf, als er wehrlos war. Dieses Mal war sie besser vorbereitet, denn in den Wochen vor der Tat hatte sie sich eine neue elektrische Säge besorgt. Sie zerlegte Manfred genauso wie zuvor ihren Ex-Mann Holger. Monate nach dem zweiten Mord meldete Esti Manfreds Verschwinden bei der Polizei, und dieser Plan funktionierte eine Weile. Wochen nach dem Mord begann sie eine Affäre mit einem Freund von Manfred. Roland, 47 Jahre alt, war wie ihre anderen Opfer älter als Esti und in einer Beziehung, als sie sich kennenlernten. 6. Juni 2011, als Esti zur Arbeit kam, hatte sie das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Sie hörte das Flüstern ihrer Kollegen und fragte eine Mitarbeiterin, was los sei. Ihre Kollegin erzählte ihr, dass in einem Nachbargeschäft ein Rohr geplatzt sei und die Handwerker im Keller auf merkwürdige Dinge gestoßen seien. In Panik schnappte sich Esti etwas Geld und ihren Pass und verschwand. Die Polizei traf am Tatort ein, identifizierte die Leichen schnell und begann, Estis Spur zu folgen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Esti ein Ticket nach Paris gekauft und war auf dem Weg zum Flughafen. Doch sie wusste, dass die Polizei dort sein würde. Deshalb entschied sie sich, mit einem Taxi nach Italien zu fliehen und schaffte es, sich 4 Tage lang zu verstecken. Die düstere Geschichte von Estibaliz Carranza endete am 10. Juni, als sie von der Polizei in Italien festgenommen
und nach Österreich ausgeliefert wurde. Esti gestand die beiden Morde bei der Vernehmung ohne Widerstand. Bei der medizinischen Untersuchung im Polizeirevier gab es eine Überraschung. Die Frau, die für den Tod ihrer beiden Ex-Männer verantwortlich war, war tatsächlich 2 Monate schwanger. Roland war der Vater des Kindes. Anfang 2012 heirateten Roland und Esti, während sie auf ihren Prozess warteten, und in der Haft wurde ihr Sohn geboren. Estis Prozess fand schließlich im November 2012 statt und sie wurde wegen Doppelmordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Später stellte man fest, dass sie eine Gefahr für die Gesellschaft darstellte. Und 2017 wurde sie von einem Frauengefängnis in ein Männergefängnis verlegt. Bevor ihr das Video beendet, das Video links ist verstörend und wird nur für erwachsene Zuschauer empfohlen. Die Wiedergabeliste rechts besteht aus Videos, die von euch sehr geliebt werden.